Konz ist landläufig bekannt als die Stadt der Kreisel. Nur mit dem neuesten Gebilde, dem sogenannten Konzer Ei in der Granerstraße, kommen etliche Autofahrer nicht zurecht. Und das, obwohl der Kreisel schon seit vielen Wochen existiert. Von vereinzelten Überholmanövern innerhalb des Kreisels berichtet die Polizei. Bürgermeister Karl-Heinz Frieden kennt die Gründe für die Verwirrung. Da fehlt im Grunde genommen eine ganz wesentliche Zeichenführung. Das ist die Heraushebung des Innenkreises durch Leuchtnägel, die also auch mit Rückstrahlern versehen sind, damit also ganz klar auch das Rund erkennbar wird und damit die runde Verkehrsführung deutlich wird. Diese können jedoch erst aufgebracht werden, wenn es wärmer ist. Wenn dann noch auf der Rampe von der Kranerbrücke kommend eine Mittelinsel eingerichtet ist, wird vermutlich auch das falsche Abbiegeverhalten einiger Autofahrer vermieden. Eine weitere Nachwehe des Kreiselbaus sind die reduzierten Verkehrsberuhigungen in der Konstantinstraße. Anwohner klagen, es werde oft zu schnell gefahren. Wir werden auf Hinweis der Anlieger, es wird zu schnell gefahren, nochmal das Tempo prüfen lassen durch ein Anzeigegerät und wahrscheinlich wird auch sicherlich die Möglichkeit bestehen, mal eine Radarmessung zu machen, mit der Konsequenz natürlich, dass auch Verwarnungen ausgesprochen werden können. Aber nach meinem Dafürbehalten und meinem Bauchgefühl, weil mehr kann man ja im Moment auch nicht haben, ist das Ganze nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Und das haben wir auch eine Reihe von Ortsterminen hier so signalisiert. Die Anwohner warten nun gespannt auf die Ergebnisse.